Moin Leute, was geht ab und hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem wunderbaren Kanal Team Millennium. Und heute sind wir wieder am Start. Heute machen wir so ein Reaction Time, ist das. Ich habe bei einem Raffle mitgemacht auf Instagram und ich habe da war ein PSA 10 Karte zu gewinnen und man konnte sich dann einkaufen. Es gab so 15 Slots, also 15 Leute können da mitmachen. Jeweils pro Slot hat das $15 gekostet oder 15 Pound war das. Und ich habe da mitgemacht, ich habe einen Slot gekauft, ich habe noch nie bei sowas mitgemacht gehabt. Ich dachte so, komm, wir machen das. Die Person, die das da, diese Raffle gemacht hat, hat heute sein Video hochgeladen. Und ich dachte, ich drehe mal einfach das Video, um zu gucken, wenn ich gewonnen habe oder wenn ich gewinne, werden wir warten, bis die Karte halt quasi da ist. Und dann werde ich das zweite Teil von dem Video dann drehen und dranhängen. Und wenn nicht, dann habe ich das umsonst gedreht. Also gucken wir uns das mal das Ganze einfach mal an. So Leute, wir sind hier. Das war von der Casual Yu-Gi-Oh! War das. Und ja, wie ihr seht, ein PSA 10 Gem Mint Red Eyes Darkness Metal Dragon in Secret Rare. Seht ihr hier, übertrieben geile Karte auf jeden Fall. Und ja, 15 Pound pro Slot, 15 Available Slot ist das. Und hier seht ihr, da war ich halt dabei. Ich habe die Nummer 5 genommen. Es gab Leute, die halt 3, 4, 5 Slots gekauft haben und ich dachte mir, ach, scheiß drauf, mal gucken. Vielleicht hat man ja Glück und gewinnt man. Und er hat das Video dann hochgeladen. Dann schauen wir das Ganze an. Alright guys, we're now live. Welcome to this amazing raffle, which I'm so happy we finally sold out after what felt like an eternity trying to move the card, which was Red Eyes Darkness Metal Dragon. Das stimmt. Das Video hat wirklich, ich sag das Video, diese Raffle hat wirklich sehr lange gedauert, ich weiß, zweieinhalb Wochen haben wir gewartet, bis das Ganze ausverkauft war. Deswegen hat er auch gerade gesagt, dass es so lange gedauert hat. Und ja, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, er holt sein Handy oder so, damit er... Er macht immer... Ah, er hat die Karte. Let's go! Okay, so yeah, so this beautiful card, it's finally sold out. I was doing it at... Das Ding ist, ihr müsst mal verstehen, wir haben ja 15 Slots. Und da waren Leute, die 4-5 Slots gekauft haben. Das heißt, ich hatte nur einen einzigen Slot. Das heißt, meine Gewinnchancen sind gerade einfach so wenig. Also ich wäre natürlich nicht traurig, wenn ich nicht gewinne, weil ich wollte einfach mal mitgemacht haben. Das heißt, weil der Dude feiere ich sehr, Casual Yu-Gi-Oh! Stuff. Er ist sehr, sehr cooler Dude und mit dem schreibe ich auch öfters halt auf Instagram. Und wir tauschen uns ein bisschen aus und so. Und das war ziemlich cool. Deswegen dachte ich mir so, komm, bisschen supporten, schadet nicht. Falls wir das Ding auch sogar gewinnen, das wäre natürlich boah, heftig. So, gucken wir weiter. And these were the participants. Let's just take a little look. So we've got everyone here, so 1 to 15 for this beautiful card. It might not be the most desired card, but I really do like it. And it is indeed like mint. There's nothing wrong with it at all. No whitening, no nothing. Das stimmt. Also die Karte ist wahrscheinlich nicht so beliebt, aber ich finde der Artwork und wie die Karte aussieht, ist halt ziemlich geil. Und sind wir mal ehrlich, ne? Das ist halt eine PSA 10. Das heißt, wenn wir sowas jetzt graden lassen würden, dann müssten wir minimum $150 für den Grading bezahlen. Deswegen ist das ziemlich geil, wenn man sowas halt auch für $15 bekommt oder 15 Pound, besser gesagt. Red Eyes Darkness, guys. Who will be the lucky winner? Let's take a little look. What we're gonna do is we're gonna do 3 tests and then on the 4th, that's gonna be the winner. Boah, das wird witzig, das wird spannend. There you go, so 14, that was test number 1. Er testet dreimal, das ist der Gewinner dann. 13, oh, iPad is just solid. Okay. Test number 3 was number 1, Jesus, okay, so we're back where we started. So the next tap will be the winner. There is... Number 5. What? Number 5 is, let's find out. Number 5 is... let's go! Let's go, man! Team Millennium has won the Red Eyes Darkness Metal Dragon effectively for £15. What? Team Millennium, here he is. Let's hit it off. Holy shit! Boah, warte, ich antworte ihm mal gleich. Wenn er mir gleich schreibt, holy shit.
So yeah, Run Eyes Darkness Medal. Congratulations, Team Underscore Millennium. Oh mein Gott! Wie krass ist das? Ich habe einfach mit 15 Dollar eine PSA 10 Karte gewonnen, die über 200 Euro kostet. Also, Leute, das war doch nicht umsonst, das Video. Das heißt, ich werde gleich meine Daten checken und meine Adresse und alles drum und dran. Und ich werde dann das Video weiter drehen, wenn die Karte da ist, damit ich euch die Karte zeigen kann. Ich würde sagen, wir warten. Bis gleich. 2000 years later. So Leute, wir sind hier und das Paket ist angekommen. Es hat gefühlt über eine Woche gedauert, wegen Zoll und alles drum und dran. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Guckt euch mal, wie viele Aufkleber da drin, weil ich musste auch 10 Euro Zoll bezahlen, aber it is what it is. Ich würde mal sagen, wir machen das Ding auf. So, was haben wir hier? Message me when you get this man. Enjoy. James, congratulations. Geil. So, da haben wir das gute Stück. Ich hol dir mal direkt einfach raus. Einfach von hinten erstmal. Guck dir das mal an. Das Ding ist so clean. Boom! Let's go! Red Eyes Dark Metal, Darkness Metal Dragon PSA 10 Gem Mint First Edition. Holy shit. Boah, das sieht heftig aus, Leute. Ich glaube, ich muss da oben irgendwo einen Platz dafür suchen. Aber ich freue mich übertrieben drauf. Das sieht so geil aus. Das ist doch tatsächlich meine allererste PSA-Karte. Ich warte hier auf meine Rainbow Dragon, den ich zu PSA geschickt habe, aber das ist tatsächlich jetzt meine erste. Wir können mal so einen Vergleich machen zu dem anderen. Ja, die sind fast gleich groß sind die tatsächlich und ja, fühlen sich beide stabil an. Also auf jeden Fall übertrieben geil. Schreibt mal auf jeden Fall in den Kommentaren, wie ihr diese Karte findet. Also ich feiere das übertrieben und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Abo da, auf Ehre. Und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Ciao.